Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und hier haben wir das HP Elite X2. Das ist die Business-Version von HP Spectre X2 und von der Hardware her unterscheiden sich die Geräte durchaus. Und zwar haben wir hier ein bisschen anderes Design. Wir haben hier weiterhin ein 10,1 Zoll großes Full-HD-Display. Allerdings ist der Kickstand ein bisschen verändert worden. Das heißt, wir haben hier wie beim Surface Pro bzw. generell beim Surface Tablet hier diese Einkerbung, damit wir diesen Kickstand einfach aufklappen können. Der Winkel geht dann hier so weit, das heißt, hier ist das Maximum. Und der Unterschied ist zum Spectre X2, dass man hier nicht einen Button hat. Beim Spectre X2 muss man nämlich hier einen Button runterdrücken und dann öffnet sich eben hier der Kickstand. Auch bei den Anschlüssen hat sich hier einiges verändert, und zwar haben wir hier eine Kensington-Lock. Die Lautsprecher sehen auch ein bisschen anders aus. Und außerdem haben wir hier auf der anderen Seite dann noch einen Full-Size USB 3.0 Port, soweit ich weiß, und einen USB 3.1, also USB-C Port, sowie hier einen SIM-Karten-Slot, das heißt für Empfang, ich glaube, bis zu 4G, und natürlich hier den 3,5 mm Klinkenstecker. Außerdem gibt es bei diesem Gerät eine andere Tastatur als beim Spectre X2. Beim Spectre haben wir nämlich schon gesehen, diesen Lautsprecher hier, der in der Tastatur integriert ist, ist für mich ehrlich gesagt ein wirklich tolles Feature. Der fehlt hier natürlich, weil es eben die Business Unit, die Business Edition ist eigentlich, also das Elite X2. Und was man hier weiterhin machen kann, also das heißt, man steckt ihn ganz normal hier über den Port, magnetischen Port an der Unterseite an. Das sieht dann so aus. Hier wird das einfach so angeschlossen. Und für ein bisschen mehr Komfort beim Schreiben kann man das hier über diese magnetische Lasche mit dem Display verbinden. Kennen wir auch schon alle. Und ja, jetzt mal zu den Spezifikationen von dieser Einheit. Wir haben hier einen Core M5 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher. Und wie schon gesagt, ein Full-HD-Display. Die Unterschiede sind eigentlich tatsächlich nur eben beim Design. Ansonsten ist intern, zumindest von der inneren Hardware, eigentlich wenig verändert worden. Und ebenfalls noch ein Unterschied ist, dass wir hier bei dieser Einheit einen Fingerprint-Scanner haben, also ein biometrischer Scanner. Und hier fehlt die Intel RealSense 3D-Kamera. Das heißt, bei der Consumer Unit gibt es keinen Fingerprint-Scanner, dafür aber optional diese RealSense-Kamera. Okay. Außerdem, was noch dabei ist, ist dieser Stylus. Das heißt, wir können hier ganz normal Eingaben machen mit dem Stift. Dürfte mittlerweile jeder kennen. Und das sieht dann so aus. Radiergummi hieß das hier auf der Rückseite keiner, wie beim Surface Pro 4. Sondern es hat hier zwei Buttons, oben und unten. Und mit dem kann man hier ausradieren. Und wie ich gehört habe, soll es etwa 2000 Druckpunkte unterstützen. So, jetzt habe ich mir irgendwie mit dem Platz. So. Allerdings unterstützt es diese App einfach, also das heißt die New Journal Document App, keine unterschiedlichen Druckpunkte. Das müsste man ein anderes Mal ausprobieren. Aber zumindest habe ich so gehört, es hat anscheinend 2000 Druckpunkte. Und das wären dann auch doppelt so viele als beim Microsoft Surface Pro 4, welches ja 1024 Druckpunkte unterstützt. Das hier ist ein Wacom Pen mit der aktuellsten Technologie, während Microsoft beim Surface einen Entric Pen verwendet, eben mit der eigenen Technologie. So, noch ganz kurz zur Tastatur. Das Feedback ist ein bisschen besser. Es ist etwas gemütlicher zum Schreiben als beim Spectre X2. Die Buttons sind, ich glaube, ein bisschen größer. Unwesentlich, aber doch bemerkbar. Ich versuche jetzt mal ein Dokument aufzumachen mit WordPad und zeige das mal her. So. Das Feedback ist ein bisschen, ich sag mal, so robuster. Man hat einen deutlich besseren Anschlag und es ist einfach auch, man muss ein bisschen fester in die Tasten drücken, damit man damit schreiben kann. Das heißt, man muss sich ein bisschen an das Layout gewöhnen. Also ich zumindest, da ich jetzt die ganze Zeit hier auf Caps Lock drücke. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man durchaus lange damit schreiben, weil die Tastatur soll ja auch tatsächlich beim Businesskunden auch ein bisschen länger durchhalten als beim normalen Konsumenten. Und wenn wir jetzt schon beim Businesskunden sind, da gibt es ein Angebot von HP, und zwar dieses Vor-Ort-Service.
Businesskunden dürften es mittlerweile kennen. Und zwar, wenn mit dem Gerät was nicht stimmt, falls es so kommen sollte, kann man hier einen Servicetechniker anrufen, der kommt dann in die Firma und repariert das Gerät dann vor Ort. Das heißt, man muss es nicht einschicken, darauf warten, bis es wieder zurückkommt und repariert ist. Diesen Ärger hat man da nicht. Da hat man hier unten diese Schrauben. Uns wurde erklärt, dass es nur ein Servicetechniker machen kann, also nicht zu Hause ausprobieren. Und der kommt dann in die Firma, tauscht das Gerät nicht aus, sondern repariert es einfach, wenn was mit dem Gerät nicht stimmt. Und ihr habt es dann quasi innerhalb weniger Stunden dann wieder und könnt es einfach weiterverwenden. So, das war es auch schon von mir und dem HP Elite X2. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.